Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Wir machen uns heute auf den Weg zu einem der sieben Weltwunder, und zwar zur Maya-Stätte Chichen Itza. Was uns dort erwartet, seht ihr jetzt im Video. Chichen Itza ist eine der bedeutendsten Ruinenstädte auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan und liegt ca. 195 Kilometer westlich von Cancun. Auf halber Strecke gibt es für uns jetzt erstmal einen Kaffee. Die Fahrzeit bis nach Chichen Itza ist ungefähr so 2 Stunden, glaube ich. Ja, 2 Stunden. Wir sind gerade irgendwo im Nirgendwo auf einer Tankstelle. Jedenfalls gönnen wir uns jetzt einen Kaffee und dann geht's weiter. Wir haben es jetzt geschafft, nach über 2 Stunden Anfahrt sind wir jetzt endlich angekommen in Chichen Itza. Obwohl es jetzt erst 8:30 in der Früh ist, ist doch schon einiges los. Also der Tipp hat sich definitiv bewahrheitet, je früher man hierher kommt, desto besser. Und ja, lass uns mal reingehen und schauen, was uns erwartet. Nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten haben wir es jetzt endlich hereingeschafft. Jetzt haben sie uns noch unser Mikrofon von der GoPro weggenommen, also sorry für den Sound. By the way, noch zu erwähnen, wir haben bezahlt für unsere GoPro, ne? 45 Pesos. Und ja, also GoPro ist erlaubt, aber alles andere nehmen sie euch am Eingang weg. Also am besten gleich zu Hause lassen. Das ist der Eingang, da verkaufen sie dir überall Hüte und alles mögliche an Souvenirs. Hier direkt am Eingang befindet sich der sogenannte El Castillo oder auch Templo de Kukulkan. Hier wurde früher der Windgott verehrt und dieses Gebäude ist wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch schon bekannt. Es bildet auch das Zentrum hier von Chichen Itza und ist mit Abstand das größte und imposanteste Gebäude. Wir sind hier im sogenannten Gran Juego de Pelota. Das war eines der Ballspielstadien der Mayas. Genauso wie die alten Römer Brot und Spiele können haben, haben es die Maya hier auch perfektioniert. Wie genau das Ballspiel funktioniert, habe ich bis jetzt leider noch nicht rausgefunden. Aber es ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, was hier gebaut wurde. Speziell, wenn man jetzt mal auf die Rückseite schaut. Das dürfte scheinbar der Sitz des Moderators gewesen sein, weil wenn man hier reinschreit, dann hört man das gute 100 Meter auf der anderen Seite sehr, sehr deutlich. Also die waren auch, was Akustik anbelangt, waren die sehr, sehr gut unterwegs und haben genau gewusst, was sie damals schon gebaut haben. Wir sind jetzt hier bei einer der 2 Cenotes hier in Chichen Itza. Das ist hinter mir die Cenote de los Sacrificios, also die Cenote der Opfergaben. Hinter mir könnt ihr jetzt nun den Templo de los Guerreros sehen. Das ist da anscheinend, so wie ich das verstanden habe, für jeden Krieger eine Säule errichtet worden. Und die gehen dann noch die ganze Straße lang hinunter. Ein typisches Maya-Haus sehen, so wie sie früher gelebt haben. Ganz primitiv gemacht, aus Holz umwickelt mit Holz. Der Dachstuhl aus Holz und gedeckt mit Palmenblättern. Also ja, sehr, sehr einfach. Und isoliert ist das Ganze mit so einer Art festen Schlamm, der dann getrocknet ist. Und das haben sie dann innen und außen zum Holz dazu gegeben, dass das dann abgedichtet ist. Musik.
Nach einer fast dreistündigen Erkundungstour sind wir wieder am Startpunkt bzw. am Ausgang von Chichen Itza angekommen. Lasst uns gerne wissen, wie euch das Video gefallen hat, indem ihr uns einen Daumen und ein Abo dalasst. Wir sind bereits wieder am Weg zu neuen spannenden Erlebnissen, deshalb vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr kein Video mehr verpasst. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.